Scheiße, einfach deine Sorgen hinweg, denn... Ach, leck mich am Arsch, Alter. Ich bin wieder da. Servus. Dieses Level hat Unterzucker, Schmacki. Es fordert heraus, bald der zweite Game Over hier. Ja, und das hat Ähnlichkeit mit dem, was sich im Game Boy Advance Teil mich auch so schon auf die Palme gebracht hat. Damn it! Unterzucker! Klingt nach Spielspaß pur. Sagen wir es mal so, nach dem Spiel habe ich vielleicht sogar meine Mirko-Transformation mal abgeschlossen. Lord. Oh. Na. Ja, endlich, meine Fresse. Rein da. Ist es wahr? Ja. Du hast unbegrenzte Tries, nehme ich an. Ja, wenn ich halt Game Over gehe, darf ich halt den packen Level wieder machen. Also das, die Levels und dem Theme, das sind 10 Stück. Die sollte ich ohne Game Over schaffen. Also es ist humaner. Beim Game Boy Advance Teil waren es ja 30 Level am Stück. Also du hast das mal freigespielt, dass du dann unendlich Continuous hattest. Oh, leck mich da am After. Und da konntest du auch nicht so viele Leben haben. Oh ja! Ein Millimeter! Kuppel! Und es flippt aus, dieses Mistvieh, dieses haarige Affenbodensackgestaltige Drecksmuttenvieh. Prinzesschen auf der Herbse, Gott, wirklich. So. Da hoch. Ganz entspannt hier durchschlendern, ohne runterzufallen. Guck mal, Mama, freihändig. Oh, dieses Level fuckt mich ab. Eine Runde warten am Anfang. Ja, warten ist immer gerade nicht toll. Oh ja. Ich wollte dich runter. Oh fuck! Oh fuck, sick! Nein! Ja! Ich darf auch mal rückwärts ins Tor. Falsch herum. Ah. Oh, David! Ja.
Pre-Ride hier. Pre-Hugs brauche ich. Oh, diese Level. Das ist auch noch so eine Missgestalt. Die ist auch im Game Boy Advance Teil. Ja, die mich auch. Die mir auch ziemlich Nerven kostete. Vor allem als es total blind war. Es wurden also quasi Levels recycelt. Sozusagen. Nein, nicht mobben! Nicht mobben! Ich wurde runtergemobbt! Oh, Alter! Fluctuation hier! Ja, so heißt das Level. Warte. Wir bekommen hier auch gleich mal eine Fluktuation. Nicht moppen. Lasst mich in Ruhe! Wir sind hier nicht auf dem Pausenhof! Ich habe kein Pausenbrot zum Abgeben. Und danach kommt so eine mies enge Stelle. Alter! Oh. Dieses Affenweib hat Unterzucker! Mann, Game Over, alles von neu. Vielleicht kann Gon-Gon mir aushelfen. Wer ist das? Einer der vier Affen. Einer der verrückten vier Affen, lol. der fetteste davon. Schön Bananas sammeln. Gefällt dir eigentlich das zweite Joker-Spiel mehr? Das hat auf jeden Fall ein paar Sachen auf jeden Fall verbessert als der erste Teil. Ich erinnere mich, der erste Teil hat ziemliche Macken gehabt. Hat's ja gerade mit dem Endboss ziemlich verkackt damals. Oh ja, da erinnere ich mich ja noch. Ja, diesen Scheiß mit der Heilung. Oh, Fallout. Oh, Fallout! Nein, ich möchte Far Cry spielen. Oder Borderlands. Na, nein, ich möchte meine Bananas oben haben.
werde hier immer schlechter in dem Level gefühlt. Oh. Nein, jetzt kriege ich wirklich nur noch... Alter! Oh was, ich habe noch ein Leben dazu bekommen. Danke, Spiel. Dann kann ich mir das noch einmal mehr nehmen. Mit deinen... Oh ja, die akute Selbstzerstörung ist das hier. Ah. Nein! Damn it, Alter. Nein, nein, ich drück die ganze Zeit nach links und manchmal klappt's und manchmal nicht. Ei, nein! Oh, oh, komm, komm! Nein! Dieses Level bringt alte Obis zu weinen. Oh Gott. Oh fuck, Mann. Kurz rumziehen. Ist zum Mäusen. Dieses Level. Ha! Diabetes bald. Insulinmangel. Ja. Ich lerne hier neue Sprache mit diesem Spiel. Die Frage, wann ich die endlich mal auf Bubble kriege, meine Sprache. Nein, doch, nein, scheiße, das ist nicht akut. Wie Geräusche hier. Geht doch. Nice. Nicht nice. Oh, schon wieder nur noch ein Leben. Suizidal gestörte Affen besorgen sie hier. Akut in diesem Level. Come on. Nein, das gibt's doch nicht! Jeder haarige Fickfehler enttäuscht mich hier. Sammel die Banane ein, oder? Was zum Fick? Was ist los? WTF, Alter? Kannst du durch die Wand laufen? Du bist hinter dem Level? War das gerade ein... Ich hab nicht mehr was gemacht. Es war ein normales Loch gewesen. Du musst jetzt mal austesten, was du da erkunden kannst damit. Oh, ich bin gestorben. Lol, da hat Wasser aufgehört. Moment, ist da ein Leck im Level? Haben sie da was vergessen? Das kann passieren. Oh, warte, fehlt da ein Block?
ja wieder fantastisch. Yes! Ich glaube, du wurdest von dem reingedrückt. Kann das sein? Das kann sein. Es dann hast du dich offiziell rausgeklitscht. Hier die. Ja, die Kante war es, genau. Bloß die Räder, die Damage machen. Yes. Cool. Einmal kurz Banana. Das Level von draußen gesehen. Ist auch mal was. Ja, bei Yoka 1 konnte man ja einfach so in das Level raussteigen. Hier muss man sich schon ein bisschen bemühen. Komm schon, die drei Bananas noch! Zumindest die zwei. Die Nipsen hat dran gearbeitet. Man kann halt nicht irgendwie glitchfreie Spiele machen, das ist ja langweilig. Da fehlt was. Die Spielentwickler in diesem Spiel, also in Monkey Balls, hatten echt hier zu viel Freizeit mit Akut, mit diesem Level namens Akut. Akute Nervengefahr. Es ist zum Mäusemelken. Sobald ich das struggle ich runter. Ja, wenn ich so mache, falle ich halt direkt runter. Es sind schon wieder drei Tote. Oh, damn it. Ja, ich struggle schon wieder. Das ist... Geht doch am Anfang ein bisschen klar, wenn... Ah! Scheiße! Ah. Nein! Was? Dann kannst du doch so gegenlenken! Ah. Schon fast die richtige Richtung! Aber nur fast! Aber nur fast und furious hier. Ich muss hier über die Runden kommen. Wortwörtlich. Weil das eine runde Scheißfläche ist, wo man so oft abkratzt. Oh. Wieder Leben halbiert. Und ja, bald getrippelt. Oh. Komm, das schaffst du. Ich glaub an dich, sonst gibt's heute Affenhirn. Oh, endlich.
Menacing Conclusion. Das Level geht ja noch. Oh. Ist das Ziel ist erreicht. Ja. Oh. Und das nächste Ziel auch. Nichts, okay. Das ist auch easy. Na, jetzt wieder dieses Level. Diesmal habe ich 7 Versuche. 8 Versuche. Na, das sind doch einige Versuche. Okay, es sind wieder 7. Nein, nicht zu den Mobbing! Nein! Nein! Könnt mich nicht mehr retten! Alter! Da gab's keine Rettung mehr. Da gab's keine Rettung mehr. Das war der absolute Wankelmut. Hin und her und dann runterfahren. Oh. Er wollte mich ficken! Ficken! Es ist immer wieder aufs Neue, dass die mich runterhauen. Oh. 3 Leben noch. Wenn ich die Ice Area geschafft habe, brauche ich erstmal eine Esspause. Das ist wichtig. Nervennahrung. Das beiß ich noch in irgendwas Technisches rein. Und es ist nicht mein Mathe-Professor. Mann! Oh! Diese Mopper! Töpflies. Oh, ich hab's noch vorbeigeschafft. Nein! Ich bin abgestürzt. Ich hab's mal vorbeigeschafft. Komm, dieses Level muss sein. Ja, ob ich Game Over gehe oder nicht. Also, wenn, ob ich jetzt Game Over gehe oder mal die Eislevels hier schaffe.
Danach gibt's erstmal Fressflash. Nach Nahrung. Ja. Und es schreit nach Game Over derzeit. Null das. Oh. Ein Versuch noch. Konzentrier dich. Alter. Nein. Und eine Runde warten. Da habe ich ja noch weniger Zeit davon. Ich bin da noch nie runter. Okay, Essenszeit. Lord. Zeit wird's. Mach ich irgendeine Playlist an? Welche werde ich gut? Ah, ich weiß. Nice, auch nichts dafür. Das gibt gute Feelings wieder hier. Was? Ne. Soundtrack vom GBA-Teil. Oh, keine Fürze. Nein! Vielleicht wäre das ja schlau, doch aufzuhören, weil es schon ein bisschen spät ist und jetzt noch Pause machen und dann weiter. Läuft ja nicht weg. Und wenn nicht, nein. Würde wahrscheinlich nächste Woche eine Fortsetzung davon kommen. Dann müsste ich es durchkriegen. Würde ich jetzt tatsächlich. Ich muss mal noch bei den Schmöppes abhängen. Können wir gerne rüberkommen. Wir haben zwar von Pause gesprochen. Aber es muss ja nicht sein, wenn es so spät ist. Weil diese kommende Woche ist auch die letzte Woche. Wo er noch richtig Gas geben sollte mit Lernen und Üben. Denn am 4. August habe ich eine sehr wichtige Prüfung. Das muss jetzt. Und vor allem
Aber ich bitte Spanky doch morgen eine schöne Aufnahmesession. Nicht wahr? Ja. Da freue ich mich schon. Deswegen, haut rein, schaut auf unserem Discord vorbei, aber nur wenn ihr nette Menschen seid. Und bei den Schmöppes natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kann man noch Münzen sammeln? Einen Safe-State reingehauen. Nicht, dass ich auf den Gedanken komme, ich hätte ein Gesetz und hab dann kein Gesetz und lade dann irgendeinen x-beliebigen anderen. Das wäre Fail. Das wäre Fail. Es hat also kleinere Glitches. Stabiler als der erste Teil. Das müssten noch her fürs nächste Kapitel. Ich erinnere mich in Teil 1, wo es alles noch viel zu groß und verworren war. Zu
Collectibles. Ja. Man wollte was Neues probieren, das ist definitiv gelungen. Kleinere Instabilität? Nee, der erste Teil hat größere Instabilität. War größer instabil. Etwas kryptisch teilweise. Ich habe zur Not ein Review nochmal danach gesehen. Kam die ähnliche Meinung. So, das mit dem Stream hat ja wunderbar funktioniert. Mit dem DS-Teil, ja. Von Monkey Balls. Ungefähr so gut wie der letzte zu dem anderen Monkey Balls. Das war ja auch relativ flüssig. Advance, ja. Ich erinnere mich ja noch an den ersten Stream, da war ja ruckelig, es war. Ja, der von Golden Souls, das war eine mittlere Katastrophe, ne? Ja. Mit dem Geläge. Ja, sieht nicht mehr so schön aus. Der neue PC scheint konstante Arbeit zu tun. Oh ja. Immer gespannt, wie wann ich den Animagic Vlog dann hochbekomme, online bekomme. Wolf hat ja letztens auch wieder einen Vlog hochgeladen. Wolf? Hat einen Vlog letztens hochgeladen, ja. Irgend so ein Technik-Center oder so. Ihr könnt ja mal wandern gehen und dann einen Vlog machen. Würde ich interessant finden. Bisschen durch die Natur. Sehr interessant, ja. Aber bei ihm hast du relativ interessante Landschaften.
sind jetzt gleich auch kleine Infovideos bei ihm. Die Vlogs. Mein Vlog wird so, ich denke mal, um die 10 Minuten lang sein. Ich habe ungefähr 20 Minuten Rohmaterial, noch ein paar Bilder. Muss ich halt zusammenschneiden, noch ein bisschen was drüber sprechen hier und da. Ein paar Effekte rein und dann fertig. Eine Sache, die ich innerhalb von 2 Tagen eigentlich fertig machen kann. Ja, bei Camtasia ist halt irgendwie mit MP4 so instabil. Ja. Das ist echt nicht was Schönes. Du machst eine Sache und es hängt sich auf. Beim Aufhängen läuft man halt immer Gefahr, zu speichern, während es sich aufhängt. Ich bin jetzt auch nicht so geil, da darauf kann das Programm nochmal zu zerschießen. Ist ja auch schon mal vorgekommen. Da konnte ich es dann gar nicht mehr öffnen. Für Konsolenspieler ist das ein Albtraum. Diese Abstürze. Ich hab da was im Blick auf Steam. So, jetzt kommt die andere Seite vom Level. Kennst du Movavi? Videoeditor. Sagt mir jetzt nichts. Sagte mir bis gestern auch noch nichts. Kostet halt seine 40 Euro. Ich hoffe, das tut seine Pflicht. Sonst habe ich ein Problem. Ich muss wirklich finanziell etwas aufpassen, wenn ich mir dann sowas wie After Effects hole. Verständlich. Dir keine Vollpreisversion mehr, sondern ja. Entweder man crackt sich den Scheiß. Und das ist dann halt eine alte Version, oder man holt sich halt ein Abo mit der neuen Version. Weißt du, kennst du so Kanäle wie Invenacha? Was ist das? Ja, die machen so interessante Videos, wie zum Beispiel über Ameisen oder sowas. Also nicht nur Bio-Sachen, sondern Wissenschaftskanal. So in die Richtung. Ja, es gibt so einige Wissenschaftskanäle. Die haben die
nutzen, zum Beispiel After Effects, und mit der, also mit After Effects kann man halt alles machen. Und viele arbeiten auch damit. Kostet halt seine 30 Euro. Naja, aber so pro Monat für ein Programm. Ich weiß. Das stapelt sich halt alles. Netflix-Abo hier, dann das mit der Versicherung. Auch nochmal gut 50 Euro oder mehr sogar. Beim Jahr bekomme ich einen Monat kein Geld. Das wäre auch, glaube ich, jetzt am September. Muss man schon ein bisschen überlegen, was man sich dann leistet. Ja, da will das alles bedacht sein. So gerne anfangen für die möchte so gern anfangen, das 1000 Video Special bisschen Vorbereitungen zu machen, weil das soll ein aufwendiges Video werden, kein dahingerotztes. Ich habe zu viele Videos schon so hingerotzt. Ich mag das gar nicht. Du meinst wegen Qualität statt Quantität. Mhm. Na, was sind das für Videos, die ich dann mit dem Handy zum Beispiel gemacht habe? Meistens eher so One-Take-Sachen und sowas. Die beiden Biertests waren zum Beispiel, also Biertest 1 war ja kein Livestream. Man muss sich dann schlussendlich doch streamen, das Material. Bei meinem anderen PC, der auch eine Schraube locker hatte, irgendwie. Du weißt schon, der in Anführungszeichen Hightech-PC. Habe ich immer mehr und mehr YouTube vom Handy gemacht. Der letzte Biertest ist zum Beispiel mit dem Handy entstanden. Dafür okay. Ist er noch gut geworden. Vergiss die Fledermaus weiter. Das war zu feierlich. Wenn es 24 von 30 Münzen. Das lässt mich die Schlange nicht durch. Es gibt noch ein paar Levels, wo ich noch nicht war.
Ich könnte theoretisch schon zum Final Boss gehen, aber das wäre mir noch ein bisschen zu früh. Wenigstens schauen, was oben noch für ein Kapitel ist. Aber es ist definitiv besser als das erste Yoka. Übersichtlich, ja. So kann es doch bleiben, so im Stil von Super New Super Mario World. Vom Levelstil her. Das klappt irgendwie besser als das. Als ein Banjo-Klon. Das ist bloß eine Frucht unten. Na gut, das brauche ich nicht so wirklich. Dann noch eine Münze. Ja, da hinten. Bisschen knapp gerade, aber noch geschafft. Naja, okay, da würden jetzt noch zwei Münzen fehlen, aber ich denke mal, das dürfte nicht so das Problem sein. Haben wir noch ein Level da offen? Ja, wirst du dieses Spiel auch beenden, oder? Ich denke mal, ja. Aber bevor ich zum Endboss gehe, möchte ich auf jeden Fall da oben in dem Bereich noch hin. Weil es ist ja Kapitel 10, da geht's noch weiter. Auf der Map. So, das heißt, nächstes Mal gucken wir mal, dass wir hier das Level uns nochmal anschauen. In Kapitel 17.
Da werden auf jeden Fall zwei Münzen rausbekommen. Na, definitiv. Dann gehen wir nach oben hin, bezahlen die Schlange mit seinen 30 Münzen. Und gucken, was hier oben in dem Gebiet noch ist. Ah, nett der Overworld. Ich möchte mindestens alle Level gesehen haben. Prozent nicht wirklich, aber wenigstens alle Level, die auf der Welt existieren. Dann hast du ja zwei Spiele beendet tatsächlich. Inwiefern zwei Spiele? Ja, wenn du das jetzt noch schaffst, dann hast du ja Devil May Cry schon geschafft. Nee, heute nicht mehr, weil ich muss ja auch morgen arbeiten. Und es wird sowieso noch dauern. Ich schätze mal ein, zwei Streams oder so. Weil ich ja das hier oben noch erkunden will. Das kann ein Stream dauern, das kann zwei Streams dauern. Das kann auch fünf Streams dauern. Das wird sich dann zeigen. Wenn das Hardcore-Levels sind. Also wenn der Boss auch so hardcore ist, wird es auf jeden Fall länger dauern. Wie New K1. Okay. Ja, jedenfalls Discord ist in der Beschreibung vorhanden und es geht dann quasi am nächsten Freitag weiter. Dann auch ciao ciao von mir und wenn ihr Menschen seid, schaut vorbei. Ja, unbedingt. Bis zum nächsten Mal.